Oh, nach meiner Uhr, deren Uhr, die Uhr von meinem Handy und von meinem Laptop, die gehen ist gleich. Aber ich wollte wohl irgendwie packen. Ja, willkommen zu meinem neuen Stream. Ich versuche jetzt wieder die Minecraft-1.17 zu spielen. Diesmal ja nur die Release-Version. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt besser mit Optifine und einem lokalen Server, also auf einem anderen Rechner. Ich hoffe, das letzte Mal hatte ich ja das Problem, dass ich nur um die 10 FPS bekam beim Streamen. Also wirklich nicht besonders gut. Ich hoffe, dass jetzt dieses Mal anders sein. Und dann probiere ich mal. Und mal gucken, ob jetzt. Natürlich sind es Nacht. Und ja. Oder? Ja, ich weiß noch nicht ganz. Aber es sieht für mich selber. Jetzt, wenn ich nicht auf. Ich habe noch Autojump an. Es sieht für mich. Ja, wofür so? Autojump. Aber Autojump hätte das nicht gemacht. Und ich glaube, gerade wird das Minecraft. Ich weiß nicht, ich habe momentan irgendwie Audio-Probleme. Irgendwie mit der Deichkeit heute. Ich glaube nämlich, gerade wird das Minecraft-Audio nur über meinen Laptop-Lautsprecher wiedergegeben, warum auch immer. Ich guck da eben. Yep. Anscheinend. Ah, die Musik habe ich auch. Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt. Aber ich habe hier auch richtige ausgewählt. Ja, ich starte einfach Minecraft neu. Solche Fehler sind immer wunderschön. Aber ich hoffe, das klappt gleich besser, denn ich habe hier das Headset angeschlossen, nachdem ich Minecraft gestartet habe. Von daher kann es tatsächlich daran liegen. Problem hatte ich bisher aber auch noch nie. Dann mal gucken. Minecraft braucht nur jetzt ein wenig zum Starten. Doch schön, wenn nichts nach Plan läuft. Und ich glaube mal. Ah, jetzt. Hat mich gerade nur aufgegangen. Okay. Und jetzt gucke ich, wo kommt das Audio her? Audio kommt über. Das hört ganz gut. Ja. Aber diesmal weiß ich auch wieder nicht, ob der die Zuschaueranzahl, die Twitch mir sagt, stimmt. Nach der würde hier. Ach, oh ja, es ist nachts.
Hallo Futsui. League IP, gerne. Du merkst, das ist eine interne. Nur hier kann keiner drauf, der gerade zuguckt. Ich brauche noch jemanden, eine Whitelist. Ich stand einfach nicht nach außen erreichbar. Hier nur lokal für den Stream. Und ich hoffe, irgendwann mache ich wieder einen Public Server. Irgendwann. Wollte ich eigentlich schon immer haben, aber das mache ich aber höchstens, wenn die 1.8 dann draußen ist. Weil dann gibt es auch kein Problem mit Chunk-Umwandlung oder so etwas, was auch immer da passieren könnte. Vor allem, wenn ein paar Leute spielen, nur keine Ahnung, du, Lauren, so, ne? Und dann einige Chunks generieren. Und ich dann das Update mache, die neuen Chunks mit der erweiterten Höhe. Und merken halt eher erweiterten Tiefe. Ja, weit weg. Vor allem, also ich warte da auf den Release der 1.8 und auf den Release von bestimmten. Von bestimmten Plugins. Ach ja, Plugins und Mods. Show me your mod folder. Ist ja so eine Geschichte. Mods, in dem Fall Voxel Map und Optifine. Nur keine Cheats, aber, und das wollte ich eigentlich auch sagen, ich spiele hier mit ein paar Datapacks. Hallo Creeper, ja, du findest mich. Ich finde halt hier verschiedene Dinge, die zum Beispiel eine Elytra mit Rüstungspunkten erlauben, was ich persönlich recht gerne mag, oder das Erstellen von Armor Stand Figuren, gleich mal, aber auch andere Dinge. Ich meine, ich kann das jetzt mal durchgehen, was ich hier habe. Vanilla, klar. Dann, das ist halt für so erweiterte Armor-Stand-Einstellungen, nenne ich es mal. Nämlich kann ich da zum Beispiel die Position von den Armen verändern, von den Beinen verändern und so. Dann, Elytra mit Rüstungspunkten. Das erlaubt das, wie soll ich sagen, du kannst Beton in deinen Kessel werfen und erhältst halt die, nicht mehr Pulverform. Danke fürs Folgen. Du erhältst halt dann die, normale Form gleich mal. Ist halt einfach praktisch, weil durch Beton, mit dem ich ja manchmal ganz gerne baue, ehrlich gesagt, habe ich schon recht viele Ideen, sag ich mal, Fanout, irgendwo, wenn es Strömung angeht. Dann, nicht in der Knalle verrutschen. Das erlaubt halt eine beliebige Größe von. Beliebige in Anführungszeichen, ich glaube, dann ist auch nochmal begrenzt, beliebige Größe und Form von Portalen. Ich kann auch mal ein 1x1 Ding machen. Dann, Double Schalker Shelf, sagt das eigentlich auch. Schalker droppen dann 2. Dragon Drop, der Drache droppt was. Klar. Fast Leaf Decay, schnelle, die Blätter verschwinden halt schneller. Und füllen nicht die Luft komplett, weil das geht mir persönlich einfach immer auf die Nerven. Dann More Moped.
Mobs haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, nach dem Töten einen Kopf zu droppen. Das für die Bestimmung von. Hallo, Kometro. Das für die Bestimmung von Portalkoordinaten bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem bestimmten Punkt in der Overworld rauskommen möchte, kann ich das dann machen. Und das ganz praktisch, um Portale zu verlinken, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Art, Autobahn gleich mal haben möchte. Dann Silence Mob, ich kann einen Mob umbenennen und es gibt danach keinen Ton mehr von sich. Vielleicht für bestimmte Farmen ganz schön. Aber vielleicht nur eine Villager Farm gleich mal, wenn die in der Nähe von der Base ist und man dauernd die Villager hört. Das sorgt dafür, dass ich mit einem Axt, ich muss nur einen Block mit einer Axt abbauen und der ganze Baum explodiert quasi. Aber ich glaube, das geht auch dementsprechend viele, das müsste dementsprechend viele Haltbarkeitspunkte abziehen. Das muss das auch nicht wirklich ein Cheat. Ach ja, da steht noch vanillatweaks.net, daher habe ich die Dinger. Unlock All Recipes sorgt halt dafür, dass man direkt alle Rezepte in diesem Rezeptbuch hat. Ich brauche dieses Rezeptbuch logischerweise nicht. Ich spiele seit 2013 Minecraft, also, ne? Aber ist ganz praktisch, wenn man schnell Dinge craften möchte oder doch mal das Rezept für zum Beispiel irgendwelche neuen Geschichten nicht kennt. Wandering Trade halt, der Wandering Trader tradet halt noch weitere Dinge. Weil ansonsten kann man den halt einfach nur töten, damit er nicht mehr nervt und die Lamas nehmen. Und hat keinen Nutzen, finde ich. Ich meine, die alten Villager-Trades vor der 1.14, die waren ja auch immer ziemlich abzocke und ziemlicher Trash. Und der Wandering Trader hat im Prinzip diese Aufgabe übernommen. So, ja, natürlich möchte ich eigentlich für ein Mondprofil Emerald kaufen. Logisch. Brauche ich auch unbedingt. Und kann ich mir nicht im Laufe vom Spiel mit viel Touch holen oder so. Fakt, Leaf Decay funktioniert nicht immer perfekt, wenn jetzt vielleicht noch ein Baum daneben steht. Ne? Das kommt dazu. Also nicht wundern. Bugfrei ist das nicht. Das war auch in den vorigen Versionen nie bugfrei. Aber ich meine, was erwartet man? Ah ja, das Schöne ist, hier ist direkt ein Roofed Forest. Ich liebe die Schwarzreichen. Das sind meine Lieblingsbäume, einfach weil die Türen da so geil aussehen. Und sie sind auch direkt Schafe. Worüber ich mich auch freue. Naja, Thema Multiplayer-Server. Wenn ich dann einen öffentlichen 1.7-Server mache, dann gibt es ja jetzt eine neue Game Rule, mit der man einen Prozentsatz angeben kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, 30% der Spieler müssen jetzt schlafen. Es geht um das Schlafen und Nacht überspringen. Dann wird die Nacht geskippt. Man braucht keine Plugins mehr dafür. Fängt schon an. Nee. Der Schaf hat Bodyguards geholt. Mit keinen Bock. Darauf. Die haben keine Bodyguards, die sind komplett unbewacht. Aber ich habe in der 1.17 eine Sache bemerkt, die mich persönlich aufregt. Nämlich sind Diamanten übertrieben selten geworden. Ich habe eine andere Welt. Aber dafür ist Eisen übertrieben. Also, Eisen war vorher auch nie wirklich selten. Gab immer zu viel eigentlich. Also, nach meinem Geschmack zu viel. Dann quafte ich mir schon mal ein Bett. Und wenn irgendwo Poppy sind, dann quafte ich mir ein OG-Bett. Weil
Früher waren alle Betten rote. Und hier mache ich dann nur meine Bänkchen, würde ich mal sagen. Bin da auch in der Nähe, was mir nicht gefällt. Waren, ja genau. Wo schreibt man? Erstmal okay, beim Blindtippen gibt es ja mal Fehler. Ja, dann schau doch hin. Nee, tue ich nicht. Wobei, das kann ich auch mal als Thema nehmen. Nämlich irgendwo. Ich stelle mich immer nicht mit Absicht, sondern einfach automatisch blöd an, wenn ich irgendwas an einem Computer mache und mir jemand dabei zuguckt. Das Ganze, sparen wollte ich jetzt noch hier. Das Ganze mache ich ja nicht mit voller Absicht, irgendwo, sondern da guckt mir jemand über die Schulter, also in Videos, das nicht so, und auch in Streams. Ja, da habe ich niemanden direkt hinter oder vor mir. Zum Beispiel so, jetzt in der Schule, da darf ich ja auch manchmal Laptop benutzen. Einige Lehrer sind dann ja freundlich und ab nächsten Jahr darf ich das sowieso, solange das Ding halt lautlos ist. Und okay, da kann ich auch weiterhin, dass ein Lehrer knackt. Lehrer oder eine Lehrerin, ich gender hier mal, aber ich mache das auf eine vernünftige Art und Weise und nicht mit einem Sternchen, was mich persönlich immer verwirrt. Aber ich glaube, das Fass mache ich jetzt lieber nicht offen. Wobei ich sage auch lieber so Wörter wie Lehrkraft als Lehrerinnen und Lehrer. Lehrkräfte geht einfach schneller. Vor allem, da hat man ja schon ein vernünftiges Wort. Da muss man jetzt nicht Lehrer-Sternchen innen schreiben, sondern man kann Lehrkräfte schreiben, das Wort existiert. Und das umfasst, naja, jeden, der lehrt. Von daher, ja. Nur, wenn dann zum Beispiel irgendwie ein. Okay, das generell so. Irgendein Lehrer guckt dann mal, was ich da so mache. Nicht nur am Laptop, sondern generell. Lehrer gehen ja gerne im Raum rum und gucken, was die Schüler machen. Ob die Hilfe brauchen, ob die gerade am Handy sind. Was noch immer. Ist ja klar. Aber immer wenn dann ein Lehrer vorbeigeht, irgendwo, wenn ich da gerade eine Aufgabe mache, dann halte ich die an der Stelle an. Lehrkraft kommt, guckt, was ich da tue. Ich mache dann erstmal nichts. Lehrkraft dreht mich um. Ich schreibe weiter. So, mach ganz normal meine Aufgabe weiter. Ich mache nichts Schlimmes, ich mache ja nur meine Aufgabe. Aber dennoch mag ich es einfach nicht, bei bestimmten Dingen beobachtet zu werden. Und wenn ich da dann gerade irgendwas an einem Rechner mache, stelle ich mich irgendwie immer automatisch ein bisschen blöd an. Keine Ahnung, viel mehr Tippfehler und nur. Oder ich nutze bestimmte Shortcuts nicht, sondern klicke. Aber ich nutze nie zu und nur. Weil für die Schule, während in die Schule nehme ich ein MacBook Air mit. Nur. Und Theorie nehme ich. Nicht Theorie, dann ist anders halt. Was leer war ich hier für Shit. Nee. So viel zu Eisen gibt es überall. Auf macOS gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, alle Programme anzeigen zu lassen, die man halt in Applications verschleißen hat. Und die sind dann auch zu starten. Ich persönlich nutze dafür die Spotlight-Suche, vor allem weil man da halt auch Dateien suchen kann. Ey, ich hab dir schon gesagt, es gibt zu viel Eisen in dieser Minecraft-Version. Und es gibt keine Diamanten. Irgendwie habe ich ge das Gefühl, dass Diamanten einfach entfernt. Das Copper. Copper nehme ich gerne mit. Copper ist ein geiler Deko-Block, vor allem wenn es oxidiert ist.
Naja, nur. Oder ich drücke halt gar. Oder halt GMD-Taste, in dem Fall auf dem Mac. Und Pfeiltasten von TikTok wählen. Und irgendwas nutze ich halt lieber. Halt jetzt zum Beispiel die Maus für bestimmte Dinge. So. Ich meine, okay, ich könnte jetzt auch die Launchpad-Taste drücken, um halt mir die ganzen Programme anzeigen zu lassen. Oder ich könnte auf Launchpad im Dock klicken. Tue ich nicht. So. Jeder hat dann Vorlieben. Und meiner Meinung nach ist das so angenehmer und schneller. Aber wenn mir halt irgendwer dazu guckt, dann stelle ich automatisch um auf die anderen Dinge, warum auch immer. Ich weiß nicht. Ganz komisch. Und blind schreiben. Ich habe nie verstanden, wie die Form ich nenne. Na, so kann man es eigentlich nicht nennen, aber die so offiziell was einem beigebracht wird oder auch nicht. So. Dieses Schreiben funktioniert, wo du dann halt so den einen Zeigefinger auf dem J hast, den anderen auf dem F und dann tippst du dann halt so. Ja. Das habe ich nie kapiert, das ging nie wirklich in meinen Kopf. Das ist nie gut. Ja. Ich habe da förmlich mein eigenes System gefunden, mit dem ich das vernünftig machen kann. Und in Informatik, als es das noch gab, bevor das Neigungsfach, naja, wegfiel. Haben wir das schon einmal gemacht. Und ich habe mich wie der letzte Vollidiot angestellt. Obwohl ich ja eigentlich blind tippen kann. Nur halt nicht auf die Art und Weise, sondern mit meinem eigenen System, sag ich mal. So, ich kann es, aber nicht so. Jetzt ein bisschen Waldroden. Das meine ich mit Fast Leaf Decay und einem anderen. Der Baum explodiert einfach komplett. So soll das funktionieren. Weil das manchmal auch solche hässlichen Dinge macht. Wie. Und die sind auch mehr geworden gefühlt. Die Babys von mir, ich hatte. Den Screenshot habe ich nicht auf Twitter getweetet. Aber ich hatte noch nicht, ich hatte das eigentlich vor, hab's nicht gemacht. Aber da war so, ich war in der Höhle, ja. Dann kamen da drei oder vier, ich glaube waren vier Babys von mich auf einmal. Vier. Die krieg ich generell auch viel öfter. Und es gibt mehr Eisen, es gibt mehr Baby-Zombies, aber Diamanten fehlen irgendwie komplett. Also wirklich, ich habe in dieser Welt gesucht wie bescheuert. Ich hatte in vorigen Versionen schon irgendwie, keine Ahnung, ja, 20 Diamanten gefunden. So, optimistische Rechnung. Optimistische Schätzung an der Stelle. Nicht Rechnung. Dafür muss ich eine Statistik anlegen. Was ich nicht gemacht habe. So, keine Ahnung, durchschnittlich wurden so viele Diamanten in den ersten 3 Stunden. Alle möchte ich auch immer gleich spielen in den Versionen. Ich spiele nicht immer gleich. Vor allem irgendwie, ich speedrunne das halbe Spiel, wenn ich es privat spiele, so, nicht im Stream. Weil im Stream wäre es mir peinlich, wenn ich da irgendwie dumme Fehler machen würde. Und vor allem, ich bin halt auch nicht wirklich gut drin. Aber sonst speedrunne ich nur das halbe Spiel. Das heißt, ein halbes Spiel, Minecraft hat ja keine Story oder so, ne? Aber. Soll ich jetzt wieder von Tower bauen oder nicht? Ich baue eigentlich immer so komische Türme. Als erste Base. Oder ich baue mich hier rein. Aber das wäre ein bisschen blöd. Und sonst speedrunne ich halt gefühlt das halbe Spiel nur. Und dann läuft eher schleppend. Was schön an Minecraft ist ja, es gibt keine Regeln, nach denen man spielen muss. So. Okay, im Speedrunning schon, klar. Das meine ich jetzt nicht, ich habe jetzt nur, ich Speedrunner das halbe Spiel geknackt, weil ich halt, naja,
recht schnell recht viele Dinge mir hole, bevor ich überhaupt irgendwas vernünftig gebaut habe. Mache ich jetzt noch den. Ich mache mir ein Schwert. Eine Spitzhacke. Hey Hü! Und ich glaube, soll ich das eine Fach aufmachen oder nicht? Ich habe halt keine Lust, dass das irgendwer klippt und mich dann auf Twitter dumm dastehen lässt. Oh, keine Ahnung. Dann bin ich am Ende der Nazi und der Rassist und was auch immer. Obwohl ich nur eine harmlose Knarre geknackt habe. Einfach nur, naja. Meinung oder irgendetwas anderes. Wow, Delay ist erstaunlich niedrig. Ja, danke Telekom. Gut zu wissen. Nein, meine Internetverbindung ist immer noch genau wie vorher. Roll ja irgendwann. Mache ich mir auch die Hosen, wo ich gerade geblieben habe. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, wo du gerade. Ich mache schon mal einen Blitzableiter. Einfach weil, ja. Ich möchte mal Blitzkrieg nehmen. Und ich möchte damit später was bauen. So, keine Ahnung, so einen Geländeturm. Ein Geländeturm in Anführungszeichen. Dann ist halt immer noch der Minecraft-Blitzableiter, der dann halt auch wie eine Antenne. Aber mir ist halt aufgefallen, als ich jetzt mal die Stream, ein paar meiner Streams so. Teilweise, ich komme mir den nicht nochmal komplett an, aber Teile auf den Stream auf YouTube angeguckt habe, einfach um zu gucken, ob der Upload funktioniert, dann fiel mir halt einfach auf, dass es manchmal nur schwarz flackert, zumindest ganz oben. Irgendwie. Das sind so Fehler, die habe ich hier selber nicht. Ja. Pizza schreibt man mit A und nicht mit R. Ich bin Deutschlehrer geworden. Wobei, ich bin Deutschlehrer geworden. Meine Mutter denkt, wenn sie irgendwas schreibt, immer dann, wo ich. Okay, hallo Zombie, wo auch immer die sein mögen, irgendwo dahinter. Und das war jetzt wirklich die lämmste Höhle aller Zeiten. Höhle in Anführungszeichen. Das ist einfach nur so eine dumme Schlucht. Da sind Kühe, das ist schon mal schön. Ja, Kühe. Dann sind weitere. Ich habe nur gedacht, einfach nur eine Kuh, nee. Das ist wirklich nur der hässlichste Block in ganz Minecraft. Ohne Spaß. Diorit geht auf wie Vogelkot. Geht einfach auf wie Vogelkot. Ohne Spaß, wirklich. So, wofür akzeptabel vielleicht ist, wenn man jetzt so fliegen oder so darstellen möchte, aber da bevorzuge ich Quarz. Das geht halt einfach auf wie Vogelkot, während das, vor allem halt die polierte Version, übelst gut anfliegt. Irgendwo Ende Platz. Meine Mutter kommt hier gerade mit einem Meerschweinchen rein. Ah ja. Nein. Nein, nein, nicht schlimm. Ah, ein Nutzbot für Discord. Was kann der? Aufkraften? Aufkraften? Oder was kann der? Nur? Weil ich nutze meinen kleinen Stream. Ich hoffe, der streamt mal wieder. Ja, ziemlich aufgerüstet ist. Von daher sage ich das immer. Grimdurz, wenn du hier gerade guckst oder später kriegst, fühle dich absolut nicht angegriffen. Wobei, nee, fühle dich nicht angegriffen. Alles ist gut.
guck gleich nochmal auf den Chat. Weil das Spiel läuft weiter, wenn ich auf Pause drücke, weil das ein Server ist. Ups. Weil das Skelett für mich hier immer noch. Ja, beweglich auf der Karte, ne? Klar, auf einem Server. Nur, dass das halt. Ich klicke auf Multiplayer und dennoch in Singleplayer, weil, ne? Skelette sind nur meine absoluten Hassgegner. Machen meiner Meinung nach viel zu viel Damage, haben den halben Aimbot eingebaut, smith oft. Und. Ich meine, es sind Aimbot. So, es sind für mich. Naja, Bot. Okay. Die einfach genau. Na, okay. Manchmal sind sie dennoch mal blöd, aber oft halt wirklich halber ein Bot. Ach ja, und ich gehe Thema halber Speedrun, ich gehe nie mit dir in den Never. Gehe ich nie mit dir rein. Ich gehe mir immer ein Portal mit Lava und Wasser. Geh dann da rein. Ja, guck mal. Halber Aimbot. Habe ich doch geknackt. Wobei, ja, das liebe ich an Skeletten. Gegenseitiger aufschalten. Wer gewinnt? Das krasse Duell. Komm. Schöne Sterne hat danach schon Damage gefressen. Ah, das war gut. Ey, hat der gerade Speed angehabt? Ist mir ehrlich. Skelett war doch gerade viel zu schnell, oder? Zeig mir deinen Mod-Ordner. Ja, Entschuldigung, Skelett sind ein Scheiß. Also, ich habe ja gesagt, ich guck da gleich in den Chat, wenn es Nacht wird. Gehe ich jetzt hier halt nicht hin, ich markiere mir das Höhle. Wo schreibt man Höhle? Und ruf ich mal über Deutschlehrer. Aber auch ruf ich, wenn Leute einen Flug gucken, dann, obwohl ich das ja noch nie so gemerkt habe in Streams. Ja, das ist vom Nachteil von einer Server-Geschichte, dass ich nicht das Spiel wirklich pausieren kann, weil wenn ich es tue, dann ist es wirklich pausiert. So. Er beantwortet mit dem Schnutz-Emoji, wenn jemand Schnutz schreibt. Ah ja. Basiert auf deinem Chicken-Nugget-Spot. Ja, Reaktionen auf Nachrichten geht ja auch. Es gibt. Wo findet man ja was in der Discord.py Dokumentation? Ah, hier ist auch noch. Und ja, ich verbrauche. Das war eine Flair-Maus, okay. Ich verbrauche immer alle Spitzhacken möglichst, weil ich werfe die einfach ungern weg. Okay, die Holzspitzhacke, die werfe ich dann doch gern mal in den Ofen. Naja, Treibstoff. Wobei, ich möchte halt keine Haltbarkeit auf den wirklich verschwenden. Ich weiß nicht. Fühlt sich falsch für mich an. Leider stürzt der Bot ab, wenn man mehr als zwei Präfixen versucht zu machen. Also das, was ich da an der Stelle gemacht habe, in meinem ursprünglichen Code. Das war ein bisschen anders geregelt. Normalerweise macht man Commands anders. An der Stelle habe ich das aber nur gemacht, weil ich wollte halt einfach nur nach Chicken Nugget gucken. Ich wollte da jetzt nicht irgendwelche komplizierten, erweiterten Commands machen. Und da habe ich das halt eben nur gemacht. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Wobei, da ist mir auch was aufgefallen. Nämlich habe ich hier auf diesem Laptop mal was mit einem Discord-Bot gemacht. Zuerst war es nur. Einfach weil ich mal davon gucken wollte.
Und hier kann ich mehrere Befehle erstellen, und alle, da ging es liefern nur mehrere Befehle. Wenn ich den gleichen Code auf meinem anderen Rechner laufen lasse, gibt es einen Absturz. Frag nicht, wie genau. Manchmal ist es ein bisschen komisch. Nutzen sie ja. Die Meldungen habe ich da aber nur förmlich mit Statusmeldungen eingebaut, einfach nur um zu sehen, ob der Bot arbeitet. Ja, ich habe schon gemacht. Ich guck da auch nochmal nach. Also, ich meine, wenn ich das dann vorher habe ich das immer. Ich habe sonst immer mit Visual Studio Code gemacht, bin jetzt aber auf Dings PyCharm umgestiegen gleich mal. Ja, das kann man auch. Da so, wenn du standardmäßig wenn du an der Konfiguration nichts änderst, hast du halt im Grunde, naja, eine andere Umgebung, die getrennt von dem Rest von deinem Rechner bedeutet, alle Dinge, die du per Pip installiert hast, sind da einfach gone, so, sind einfach nicht mehr da. Und da wollte ja dann vernünftig funktionieren, eigentlich. Irgendwie so dämliche. Ja, da wollte ich auch gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die gesamte Dokumentation im Kopf. Ich muss mir das auch angucken. So. Da war schon. Guck dann halt einfach mal in der Dokumentation vom Discord.py. Da sollte. Ja. Warum laufe ich. So viel zu, ich mache nichts Dummes, wenn jemand zuguckt. Und mir grad, ich mache nichts Dummes, wenn der Leute im Stream zugucken, sondern nur, wenn jemand in echt zuguckt. Im Stream bin ich halt auch lost, aber halt in Groß, meinte ich. Ja, doch. Dann hole ich mal ein bisschen Land, wo ich gerade hier bin. Ja, so viel von Jan Luft im Stream, ne? Ich wollte gerade eigentlich was sagen, aber es ist mir entfallen. Wenn das einmal anfängt, dann fliegt mich das auch durch. Und das ist erst 17:38 Uhr und ich streame eigentlich immer so bis 18:30 Uhr. Ja, da muss man sich halt die Dokumentation durchlesen. Da habe ich glaube ich auch schon mal geguckt, aber ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf. Und vor allem habe ich ja den Chicken Nugget Bot da halt, naja, abgebrochen, weil ich ja, weil eigentlich ja Lena den machen wollte, slash sollte. Die hat ja mal gefragt, ob was sie für einen Bot machen soll. Und da kam die Antwort Chicken Nugget Bot. So, und ich möchte ihr natürlich das jetzt nicht wegnehmen. Aber,
mir an der Schule, nur habe ich ja auch schon auf Twitter geknackt. Mal. Und Hüdo war, glaube ich, wie ich damit aufnehme. Gibt es ja einmal, wir haben ja einfach eine Themenwoche und einmal gibt es das Thema Geschlechtertausch, ja. Stier? ja, ja. Würdest du, ne? Nur irgendwie, das Ding ist nur kurz vorm ersten Abschluss in dem Fall. Ich. ja, das würde Gott los Spaß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen darf oder nicht, wenn halt wo die Grenze gezogen wird, vor allem wenn irgendein Twitch-Admin jemand sieht. Ist auch noch im eigenen Ermessen teilweise, ne? Würde ich mal sagen. Von daher komme ich da, könnt ihr euch das eigentlich nicht weiter. Aber ich finde jetzt vorm Abschluss, also vor meinem ersten, bei manchen generell der Schulabschluss, weil ich mache ja noch, ich gehe ja noch in die Oberstufe. Und versuche Abitur zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber wenn meine aktuellen Leistungen nur weitergehen, muss ich mir da überhaupt keine Sorgen machen. Von daher gehe ich davon aus. Kannst du mir beim Bot helfen? Vielleicht. Ja. Kannst ja meinen Bot auf GitHub forken. Und dann deinen Code da hinpacken. Dann kann ich mir das da angucken und beisteuern. Aber das mache ich jetzt nicht hier on stream. Vor allem, weil ich halt on stream übelst lost bin. Nein, beim anderen, bei welchem jetzt? Ach, du möchtest da... Ach, ich dachte, du möchtest das mit einem Bot machen, oder... Ich dachte, du wolltest jetzt den, der schreibt das zurück, ersetzen durch das. Das hat jetzt in meinem Kopf mehr Sinn ergeben. Aber du möchtest dafür extra einen ganz getrennten Bot machen. Okay. Ah, Bienen. Merke ich mir. Weil, kann man kleiner spielen möchte, wegen Wachs und, das war ein Skelett und ich kann gleich nicht mehr. Wobei, doch, Sprinten geht ja noch. Ich habe mich gerade verguckt. Wegen Wachs und, Kupferblöcken. Oder generell Kupferelementen, damit die halt nicht oxidieren. Ich bin da auch immer lost. Ich bin da auch immer lost. Also wirklich. Guck mir dabei nicht. Ey, jeder, der mir dabei zugucken würde, wird einfach nur den Kopf schütteln. Also. Vor allem, wenn ich gucke, dann. Irgendwie nochmal eine andere Nummer. Eine ganz andere Nummer. Und ich hole mir jetzt ein bisschen Schwarzeichenholz. Weil ich hoffe, dass das geht. Warte, ist das ein Lava? Nee, ja, das ist einer. Geil. Ich habe dann im Prinzip gleich schon ein Portal. Normalerweise, ne, wenn ich jetzt
ein Heal-Player, wo ich dann auch nicht laber und im Kreislauf. Naja, viel schneller. Und hätte jetzt schon. Wäre jetzt schon vermutlich auf dem Weg zu einer Festung. Ja, das meinte ich nur. Scheiße. Was das Datapack manchmal macht, aber. Und ja, das geht die ganze Haltbarkeit ab. Da hatte ich damit recht. Kein Cheat in irgendeiner Form. Und davon nur, naja, ich mach dich schneller, dann kann man vielleicht schon das Cheat bezeichnen, aber. Zumindest nicht so OP. Ding ist, ich kann mich auch manchmal super gut aufregen. So, keine Ahnung. Ich mache irgendwas und der Interpreter oder Compiler, je nachdem in welcher Sprache ich das mache, spuckt dann irgendeinen Fehler auf. Und ich verstehe den nicht nach einer Sekunde. Wirklich eigentlich in die Tour, weil klar, warum stranden die immer so oft? Komm ich da dürfen dich? Dir verhofft. Ich bock dich. Komm. Stimmt, ich bin schnell. Ja, gut, nicht, aber ich bin nicht mit der Faust. Vor allem, weil Tinte dort in den Beutel praktisch mit für schwarze Farbe und. So. Von dem gibt es eh. Von dem Grid gibt es nicht so viele. Ja, das meinte ich, guck mal, die stranden ständig. In irgendeiner Version begannen die halt einfach übel zu stranden. Warte, ich habe jetzt Scheißbrett und Hose, ne? Und fehlt nur noch das. Und ich werde mir keine Lederstiefel für diesen Schnee machen. Weil er unnötig brauche ich zwei Paar Stiefel ständig im Inventar. Gold und Leder. Nee, das Ding ist, Mojang möchte damit ja eigentlich auch nur die Dinger. Das Ding ist so meine Theorie. Brudi? Wo kam der jetzt her? Komm, der wird explodieren. Oder? Nee. Ich habe so die Theorie, dass Mojang halt einfach nur mit diesen Sachen, zum Beispiel haben jetzt Hacken auch, Hacken jetzt noch besser, zum Beispiel. Ey, das kann nicht wahr sein! Skinzy Squid ist jetzt wirklich so dumm geworden! Wirklich! Seit wann strand die so oft? Seit 1.6 habe ich gefühlt, so. Vorher war das nicht so. Aber, ey! Die wurden einfach wirklich dümmer gemacht. Ich hoffe, ich finde mal einen Glowfrit wegen den Schildern. Was ich nur am Glowfrit schade finde, dass der nicht, dass der halt diesen Partikeleffekt hat. Aber er leuchtet selber nicht wirklich, aber er hat keine Lichtquelle. Was ich schade finde. Aber ich persönlich würde feiern, wenn der halt wirklich noch leuchten würde. Keine Ahnung, der ist dann irgendwo. Und man sieht ihn halt. Nur weil er leuchtet. Ich meine, er hat Glow Squid. Soll halt nicht nur diesen Partikeleffekt haben. Man kann dann halt auch wirklich leuchten. Ich habe in diesem Mob Voting übrigens nicht mitgemacht. Hätte aber ehrlich gesagt auch für diesen Glow Squid gestimmt. Ich meine, viele Leute haben diesen Glow Squid. Nur. Aber diesen einen, wie der Eye-College oder so. Nein, für den hätte ich definitiv nicht gestimmt, weil es sind mir zu viele Villager geworden.
sind mir wirklich viele geworden, als der im Viertel. Gut, da war, das war eine schöne Änderung mit den Dörfern und den Villagern und alles, aber es gibt noch diese, es gibt Pillager, es gibt Illager, es gibt all das, es sind halt einfach zu viele geworden. So. Aber mit den Schuhen, ich habe einfach nur das Gefühl, dass Mojang einfach nur unbeliebte Items irgendwie pushen möchte. Um all, so, einfach nur weil, ja. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Hm. Nur ich habe halt keinen Bock, Goldstiefel und Lederstiefel im Inventar zu haben. Vor allem, weil die Lederstiefel halt wirklich dann nur für diesen Schnee. Ist der Ofen eigentlich fertig? Ja. Für den Schnee da sind. Ja, eigentlich wollte ich ja über Themen, nicht Themenwochen, sondern Mottowoche reden. Aber dann kam Foto mit dem Bot und hat mich ein bisschen verwirrt. Und ich bin da immer noch verwirrt. Kann ich ja dann mir per Discord schreiben oder mich per Discord anrufen. Kann man das besprechen. Nach dem Stream. Ich mach das nicht on Stream. Stream Sniper, aber in dem Fall im Sinne von den Streamer einfach komplett auf der Bahn werfen und nicht im Sinne von auf einem Multiplayer-Server joinen und den Streamer killen. Ja. Dann geht's der Kram schon mal da rein. Und ja, ich mach die immer im gleichen Stil, förmlich. Und ich mache ihn auch nur von kleines, weil ich möchte eigentlich, das mache ich in meiner privaten Welt auch, von House of Concrete machen. Nur, naja, gibt ja das eine Thema Geschlechtertausch, worauf ich mich persönlich halt freue. Dann bisschen Glanz. Nur, also vom Abschluss finde ich, kann man mal irgendwelche Dinge machen, die andere quasi als peinlich empfinden. Wie gesagt, ich finde das eigentlich überhaupt nicht peinlich, weil das Ding ist, jeder Mensch sollte anziehen dürfen, was auch was die Person halt auch immer möchte und so. Habe ich ja schon häufiger in Streams drüber geredet. Vor allem gibt es keinen Grund, Leute deswegen anzugreifen. Dennoch ist halt was, was viele sehen als peinlich empfinden. Das Ding ist, vermutlich werde ich an diesem Tag mehr oder weniger das andere SCH-Wort gleich mal. Und also nicht das Hamburger SCH-Wort, sondern ne? Hören, was mich persönlich ja dann nochmal mehr angreift, so. Weil, das weiß noch, noch keiner aus der Klasse, ne? Aber, ich bin ja, Pan, so. Oder Bi oder Pan, wie man es nennen mag, generell finde ich das, das verwirrt mich immer. So,
Vor allem, da würde mich das ja nochmal mehr angreifen. Aber naja. Ich werde da vermutlich doch T-Shirts, dann Abschluss-T-Shirts nehmen. Einfach damit dann erkannt wird, dass ich halt, naja, den Abschluss mache. Wobei das ändert vermutlich einfach überhaupt nichts daran. Nur ich habe halt einfach, naja, Angst davor, von irgendwem wegen so einer dummen Sache angegriffen zu werden. Dann habe ich eine Klassenkameradin gesehen, die hat das mir per Telegram. Ach, ja, wenn man sneakt, funktioniert. Man sneakt, baut man nur einen Block ab. Die hat gezeigt, wie die dann als Junge aussieht und da muss ich schon sagen, wow. Also, sieht sehr gut aus. Wobei das Ding ist, was ich auch immer sehr unfair finde, ist, Mädchen, also zumindest biologisch Mädchen gleich mal, die nicht wie biologische Männer kleiden, ja, also biologische Frauen nicht wie biologische, wie stereotypisch wie biologische Männer kleiden. So, ich versuche das möglichst so rüberzubringen, dass mich niemand angegriffen fühlt, vor allem weil ich niemanden angreifen will. Ne? Die haben da eigentlich nicht so viel zu befürchten wie andersrum. Ja? Das finde ich persönlich ziemlich. Das will ich auch nur. Wo die zweite Etage und danach kommt keine mehr, auch da vielleicht ein Keller. Ich möchte nicht immer unendliche Türme bauen. Naja, mal gucken. Ich meine, das Ding ist, viele können da sagen, so ja, dann, nach der Woche bin ich eh von der Schule weg, aber ich komme halt nach den Sommerferien wieder, weil Oberstufe. So. Also ich kann, werde dann vermutlich auch wieder erkannt, weil mich erkennt man immer wieder, wenn man mich in echt gesehen hat. Und so, ich werde immer wieder erkannt. Warum auch immer. Ich mach das Dach aus Kupfer. Das ist doch die Idee. Wo ich eigentlich schon die ganze Zeit darüber spreche, wie schön Kupfer hier in Minecraft aussieht. Und so. Aber das lasse ich dann auch extra oxidieren, weil das sieht halt einfach schön aus. Nur ich brauche jede Menge. Nur jetzt noch die Woche, die jetzt noch kommt. Habe ich ehrlich gesagt wirklich überhaupt keine Luft mehr, weil die vorletzte Woche vor den Sommerferien und wie komme ich? Ja, okay, dann mache ich das anders. Dann mache ich das. So, und das macht da macht da Leitern hin. Und ich habe halt einfach nicht keinen wirklich noch weniger Bock auf Schule als in den
vorigen Tagen und Wochen, wo ich dann halt auch schon darauf hinzusteuerte, ja. Aber da muss ich halt durch. Vor allem jetzt, wo die ganze Klasse wieder da ist. In der kleineren Gruppe war es definitiv entspannter. Wow, danke. Nee, das ist immer vor mal Ferienblödsinn, vor allem noch mit Abschluss in Kombination. Baum ist weg. Mache ich mir ne ja, komm, ich mache mir eine Eisenaxt. Und den Baum geht's dann in den Kragen. Vor allem diese großen Bäume sind ja immer so eine Geschichte. Ich mag die nie. Die kriegt man ansonsten nie wirklich gut weg. Ja. Jetzt ging es nur, Baum explodiert einfach. Das ist doch schon. Das, ja, das ist eine wunderbare Höhle. Da ist noch einer, aber ein bisschen anderer. Oh, da gibt's ein bisschen Lag. Klar, wenn so ein ganz so ein Riesenbaum explodiert. Ganz lustig wird's dann bei den großen Fichten. Aber das, diese Datapacks kommen dann übrigens auch auf den Multiplayer, auf den öffentlichen Server, wenn ich den mache. Ich wollte gleich auch eine Farm anfangen, weil das war jetzt mein letztes Stück Fleisch. Ah, ich bin hier wieder am Anfang. Oder Anf kommt ja das jetzt. Fiel mir gerade auf. Damit begann der Stream. Aber eine Sache ist schön, wobei kann mir halt egal sein, weil ich verdiene halt keinen Cent damit. Der erste Stream, wo ich halt auch diese Musik benutzt habe, die ich halt benutzen darf, ja, der wurde ja unrechtmäßig geclaimed. Der Claim ist halt auch immer noch da. Danach nie wieder. Ja. Ich meine, mir kann es egal sein, so, ich verdiene kein Geld damit. Und ein Claim ist ja kein Strike, so. Wollte ich das wirklich auf Kupfer machen? Ich glaube, ja, wollte ich. Werfen die ganzen Müll in die Truhe. Naja. Ja, ich krieg da jetzt nur lange bin. Ich da endlich ins Bett gehe.
Ich spiele nackt in der Nacht. Jetzt. Der Schrotz. Mehr oder weniger Schrotz. Da knüpfen wir da drin. Jetzt kann ich wieder auf Kupfernkuche gehen. Oder erstmal Tiere einfahren. Erstmal eine Farm anlegen und Tiere einfahren. Bedeutet. Ich gebe, kann ich hier gleich. Die Namen. Er hat Namen geknackt. Kann ich hier gleich wieder rausnehmen. Ich hoffe, ich finde irgendwann Mo. In einem Schiffwrack kann man die ja momentan nur finden, weil die neue Höhlengenerierung ja noch nicht da ist. Aber mit Mo-Blöcken kann man halt richtig viel auf einmal wegmachen, ne? Und vor allem, wenn man den dann abbaut und wieder zum Bauen wieder macht, dann ist es ein Plumpgeschäft. Du kriegst mehr, kannst damit im Prinzip unendlich Bone Meal haben. Muss halt nur eine Landschaft zerstören. Ne? Oder halt ganz noch, oder halt einfach benutzen, um naja, ein bisschen mehr abzubauen, in Anführungszeichen. Und wenn ich ein dickes Tier einfangen kann, brauche ich ja erstmal vor allem die Kühe. Brauche ich jetzt erstmal noch Weizen. Für Schweine brauche ich ja Karotten. Aber ich bin froh, dass es jetzt nur funktioniert und nicht wie das letzte Mal, dass man lag fest ist. Ein Dorf! Ich glaube, ich nehme hier einen Campfire mit. Wenn ich dann von Raid hier aufhalte. Oh. Ja. Das geht nur mit Silk Touch. Ups. Ansonsten kriegt man Holzkohle raus. Ich klau hier alle, ja. Aber sobald ich dann hier die Plünderer. Aufhalte, bin ich der Held des Dorfes. Ich bin hier eigentlich der richtige Plünderer. Ich nehme die Knochen samt Truhe mit. Ja? Die Emeralds, das gibt das Geld. Ne? Ich raube die einmal komplett auf. Da muss man noch ein Haus. Aber die juckt sich nicht. So. Gibt hier nur Kinder in diesem Dorf? Ah, aber mir macht das Streamen Spaß. Ah, Kürbis. Kürbis sind auch nice. Ah ja, falls jemand fragt, mit welchen Cosplays ich spiele. Vanilla Tweak, das war von Vanilla Tweak, da kann man sich halt irgendwie Cosplays zusammenstellen. Dann Programmer Art, weil halt das neue mir absolut nicht gefällt, jetzt mal ehrlich. Ekelhaft finde ich. Ekelhaft. Ich finde, die Texturen gehen halt einfach, naja,
ekelhaft auch nur. Komisch schleimig, komisch gedrückt und nur. Und die neuen, die hätten halt der 1.3 gehen da, aber ne. Hallo? Ja, mit dir trade ich irgendwann wohl auch. Wallrüstung. Hier Walzen, yay. Muss ich nicht warten, bis mir Farbe wächst. Ah, da hab ich nur einmal Fliegen drauf bekommen. Hier war schon drin. Aber ich steige, glaube ich, gleich in der Singleplayer-Welt, in der es mich auch nicht mehr laggt. Ich meine, das ist auch im Prinzip eine Singleplayer-Welt, nur als auf einem Server, den ich hier bei mir lokal habe. Habe ich ja schon. Kann es sein, dass ich dumm bin oder so. Nur ich hoffe, ich finde hier einen Axolotl. Ich finde die nur Axolotl noch in echt. Ich habe mal eins gesehen. In echt. Die sind wirklich einfach süß. Nur wirklich. Ja, hü. Ich habe das ein bisschen umgedreht. Hier ein boah! Das ist ja. Richtige Invasion. Aber eine Sache habe ich jetzt bei mir. Mein anderes Thema, wenn ich wieder ein Thema habe. Eine Sache habe ich jetzt bemerkt, wo jetzt alle Klassen wieder da sind in voller Begnetzung. Ich fühle mich noch unwohler in der, naja, wenn viele Leute da sind. Ich fühle mich da generell nicht wohl, so. Aber jetzt noch weniger. Ich grab für die einfach eine Grube und kick die da rein. Ha, ich drauf. Eine richtige Armee. Steck 1, Steck 2, Steck 3. Das ist alles Steck und Nummer. Ich kick euch alle da rein. Ja, ich muss glaube ich noch. Die wollen da jetzt schon alle rein, ne? Gut. Wollte ich gerade nicht boxen, sondern ich wollte. Hier vergrößern. Boah. Einfach nur, geht auch wie Kuhflüssigkeit. Geht einfach wie Kuhflüssigkeit. Und wer eine Flüssigkeit, aber es besteht auf Kühen. Kuhn schnappt und gern Milch. Ja, aber Axolotl, da komme ich gleich nochmal zu. Nämlich, ich kriege gleich mal ein paar Sachen mit diesem Reforce Pack, wenn ich mir von der Mustelzahl bekomme.
wahrscheinlich dann. Zerwälze, man merkt am Namen. Ich hätte die Welt eigentlich Volk mir nennen können. Ah ja, aber dann kann ich nochmal über Abschluss reden. Ich muss bis nächste Woche Freitag ein Lied raussuchen, was dann da gespielt wird für mich. Und es gibt halt eigentlich nur eins, was nur in Frage kommt. Never gonna give you up. Warum? Rickroll ich die gesamte Klasse. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich nehmen soll. Und das Quadrat da wurde gerade ziemlich gerufen. Also ich brauche mehrere Dinge. Was zu zeigen. Beiglas. Goats. Lodl. Bucket of Axolotl. Nämlich. Leider keine Screaming Goat, aber ich mach mal dafür die Musik auf. Warum auch immer. Da kann ich nicht mehr aufspielen oder wie? Doch, wenn ich das auf der Hand nehme. Und dann. Hä? Okay, das war gerade verwirrend. Und jetzt zu den Axolotls. Gleich kommt noch mal was. Mit Fliegen. Was zu dem Resource Pack gehört. Jetzt kommt aber nichts, was zu dem Resource Pack gehört, sondern einfach Minecraft Bug. Oh, das ist blaue. Das gibt's nicht so oft. Aber das finde ich irgendwie am süßesten. Keine Ahnung. Nehme ich den so. Wenn man es alleine hat, dann rast es um einen rum. Ja. Wenn man es daran befestigt. So. Ich mach den kleinen Kerl aber mal ab. Weil. Hui. Ich glaube, mein Axolotl ist immer noch kaputt. Ich hoffe, der mag das Wasser. Die brauchen ja Wasser. Weil sonst müssen die irgendwann sterben. Und so gut sind deren Regenerationsfähigkeiten auch wieder nicht. Dass sie das dann überleben. Weil das hat ja nichts damit zu tun. Kommt eher mit Sauerstoffverschnorren. So, aber jetzt baue ich hier nochmal eine. Goat. Brody, folgst du mir jetzt oder was? Aber dann bitte auch auf Twitch und auch auf Twitter, ne? Wenn du mir schon folgst. Content Creator Syndrom hat zugeschlagen. Ich glaube, ich. Screaming Goat, irgendwie so ging das. Warte, wir spawnen mal nochmal einen Screaming Goat. Da muss ich jetzt nur nachgucken in Minecraft-Wiki. Ja, ich hatte das eigentlich im Kopf, aber dann habe ich es vergessen, weil im Stream bin ich lost.
habe ich nur noch Sporen gesucht. Warum? Geht hier gerade nicht mal auf dem Handy, aber. Ah ja, hatte ich eigentlich im Kopf. Ich eher Streaming Goat Doppelpunkt 1b. Das hatte ich eigentlich nur im Kopf, aber ja. Normalerweise haben die ja von Schreigeräusch, ja, von Minecraft gemacht, von Mojang gemacht und Schreigeräusch in irgendeiner Form. Jetzt ein etwas anderes. Andere Goats greifen die ja nicht an, ne? Aber mein armer Kakolotl. Brudi? Alles okay? Ja, kann sich ja regenerieren, wie bescheuert. Und nochmal, diesmal mit irgendwas anderem. Oder noch niemand mit irgendwas anderem, weil es einfach weitermacht. Greifen die Guardians an? Nein, glaube ich. Nein. Und jetzt habe ich den Guardian hier rumbouncen. Oder? Machen die das? Es gibt noch ein paar. Nein, der Kakolotl! Das hat keiner gesehen. Das hat keiner von euch gesehen. Ich lösche euer Gehirn. Axolotl ist natürlich noch am Leben. Es ist ein professioneller Stand, Axolotl. Ich werde noch von dem angegriffen, ne? Vielleicht spawnen mal ein paar mehr. Wirklich die Wahrscheinlichkeit erhöht. Ja, das wollte ich. Danke, einfach nur besteuert. Einfach nur beknackt. Renn, Fuchs. Wo auch immer du das her hast, du gerade Montag, ich glaube, das ist Weizen. Aber renn. Renn. Firefox, renn. Verfehlt, wieder verfehlt. Aber den Sound kennt man ja eigentlich. Irgendein uraltes Meme. Weil ich jetzt hier auch habe. Durch den Pack. Das Bescheuerteste daran. Der hält da viel auf. Keine Ahnung, wie viel Schaden die wirklich machen, aber. Naja, wenn man eine Chicken Farm machen möchte, dann. Ich geh mal hier weg. Oh, ich glaube, halt nicht schon zusammen. Ich guck direkt noch mal länger zu. Wenn man eine Chicken Farm machen möchte, nur Fleisch und Federn, so. Und Eier, die man von anderen Chickens bekommt, kann man das nicht mit diesen Dripstones machen. Geht nicht. Weil Chickens nehmen keinen Schaden auf denen. Tun die halt einfach nicht. Außer die Fallen ha Caps Lock ist noch an. Ups. Ja, und dann okay, Frankfurt. Okay.
dann nerven sie nicht mehr. Nämlich irgendwo. Ich baue das einfach mal auf. Ich mache das auch mal mit dem Block. Muss man ja nicht, aber ich mach's mal. Ich weiß, ich kann es mit dem Fill-Command machen, aber nee. Hätte ich hier World Edits, dann würde ich es damit machen, weil der Fill-Command ein bisschen umständlich ist, weil man kann nicht einfach mit einer Axt klicken. Nämlich fällt irgendwas? Soll ich ein Axolotl? Ich. Nein. Ich werde kein Axolotl dafür nehmen, als Stuntman. Der hat verdient. Kriegt ja Schaden, wenn man da drauf fällt. Okay, dann auch, wenn man da drauf. Niemand kommt da gar nicht mehr drauf, oder doch? Komm. Ja, von der dumme Idee, das zu nehmen. Das war gerade sehr synchron und sehr angenehm. Aber Chicken sind immun. Den macht das nicht drauf. Alles, was gegen Fall Damage immun ist, nimmt keinen Schaden daraus. So, Hähnchenspieß geht halt nicht, ja. Vor Käfig redet er noch nicht sicher. Aber generell muss ich irgendwie sagen, für einen Mob-Grinder eignen sich die doch nicht so gut, weil die halt einfach, ja. Weil die halt einfach nur einmal Schaden machen, so. Also, ich finde es da schöner, wenn die ganze Zeit Schaden machen würden. Aber tun die halt nicht. So. Und Move ist halt. Oh. Das ist jetzt einfach nur ein Affiliate-Tree. Keine Ahnung. Warte. Geht das? Naja, das geht nicht. Auf Flatstein. Ups. Dann nutze ich den Füllkommand auch mal. Nutze ich im Normalfall auch. Ah, ich habe vergessen. Ja, im Stream bin ich. Oh, ich da und ich hier stehe. Im Stream bin ich lost. Entschuldigung. So. Breitet mich hier immer weiter auf. Mit einer Hacke kann man das halt insta-malen. Und das Bone Meal, was man verbraucht, ja, das hält man förmlich einfach gratis zurück. Wenn man das, wenn man einen Teil von dem Move, weil man braucht halt eigentlich nur einen, um richtig viel wegzumachen. Der kommt schon von selbst nur. Wenn man das dann abbaut und in Composter packt, hat man halt, naja, mal Plus mit Bone Meal. So, ist vielleicht nicht ganz so spannend. Aber schon praktisch, wenn man viel weißen Farbstoff braucht, und den brauche ich halt wegen Concrete.
Ja, das wollte ich nur mal zeigen. Das geht ja dann hier auch lang. Und ich meine, das ignoriert ja sogar Ärzte. Bedeutet, man kann damit einfach runter. Gucken, was da so ist. Ah, ich wollte natürlich auch noch weiter tief runtergehen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, keine Ahnung. So, ja. Aber jetzt sind es 18:30 Uhr. Und ich könnte jetzt natürlich auch weitermachen, aber ich habe ja eigentlich keine Themen mehr und darum habe ich das zum Schluss noch genommen, ohne Musik, weil Screaming Goat. Ich würde sagen, habt noch einen weiteren schönen Tag, auch morgen einen schönen Tag, einen schönen Start in die Woche. Bald sind die auf München, NRW. Auch Sommerferien. Und man sieht nicht. Folgt mir.